Dankeschön. Das ist eins der Kinder von dem neuen Kindergarten. Es ist der 50. hier in Jerusalem, dieses Mal im Stadtteil Gilo. Es ist ein Stadtteil, wo wirklich arme Menschen leben. Und es ist ein Segen, hier einen Kindergarten zu haben, der richtig funktioniert. Wir haben einen Stadtkibbutz, der sich darum kümmert, dass Leute aus ganz verschiedenen Teilen der Bevölkerung, sei es arm, sei es reich, sei es religiös, nicht religiös, zusammen ein gutes Stadtleben haben. It's a neighborhood. Dies ist eine Gegend, in der es vor rund 20 Jahren viel Kriminalität und Drogendelikte gab. Jetzt, 20 Jahre später, hat sich viel verändert. Guck mal, die Decke da oben. Ja, ja. Das ist schon bröselt alles ab. Das sieht eher aus wie ein Lager, wie ein Kindergarten, ja? Hallo? Wun, 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 wun. Die Mitarbeiter des Kindergartens haben damals versucht, es so schön wie möglich zu machen. Aber wenn man den neuen Kindergarten sieht, es ist alles neu. Und das Holz und die ruhigen Farben, es ist total anders. Sehr schön. Schöne Decke vor allem. Ein ganzes Jahr sammeln wir die Mittel. Und dann ist es auch schön, wenn was mit den Mitteln gemacht wird, dass man anfassen kann, dass man gebrauchen kann. Wir sind jetzt ein Jahr später hier und wir haben den Kindergarten gesehen, der war richtig heruntergekommen, richtig kaputt. So Parkhaus-Flair. Asbest wurde hier rausgeschafft, neue Decken rein, Akustik und neue Möbel und wirklich alles. Auch die sanitären Anlagen wurden total erneuert. Also ist eigentlich ein reiner, neuer Kindergarten. Ich glaube, die Kinder haben hier schöner wie zu Hause. Jetzt sieht looks nice. Im Kindergarten verlassen die Kinder zum ersten Mal ihre Eltern. Wir nutzen hier daher drei Arten von Lichtquellen. Das natürliche, das indirekte und das direkte Licht. Wir versuchen, dass die Kinder sich hier wie zu Hause fühlen. Sie sagt, es ist viel schöner als im alten Kindergarten. Sie sagt, dass sie das neue Spielzeug mag und wie alles aussieht. Und es fühlt sich fast so an wie in einem Hotel. Es ist nicht wie eine billige Kopie eines 80er-Jahre-Kindergartens. Es entspricht vielmehr den heutigen Bedürfnissen der Kinder und der Kindergartenmitarbeiter. Wir Eltern sind sehr dankbar. Wir weihen heute das 50. Projekt an und Sie werden die Möglichkeit haben, den rechten Kindergarten, den renovierten zu sehen und den linken Kindergarten. Und dann sehen Sie, wie das aussieht, bevor Sie uns geholfen haben. Möge der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs diesen Kindergarten segnen mit all den vielen lieben Kindern. Amen. Goodbye. Die Tatsache, dass wir so treue Freunde in Karlsruhe haben, die jedes Jahr kommen, jedes Jahr ein neues Projekt, einen neuen Kindergarten übernehmen, das ist sehr, sehr hilfreich. Das erlaubt uns eine Kontinuität, das erlaubt uns wirklich einen Einfluss zu haben auf das Niveau der Kindergärten in Jerusalem. Und ohne diesen Riesenerfolg kann ich Ihnen versprechen, wäre heute Abend auch der Bürgermeister von Jerusalem nicht erschienen, um Sie alle zu begrüßen. Ich lade hiermit den geschätzten Bürgermeister von Jerusalem, Herrn Nir Barkat, ein, nach vorne zu kommen und ein Grußwort an uns zu richten. Ich erinnere mich daran, wie ich als kleiner Junge aufwuchs. Ich sah diese Schilder an den Wänden von verschiedenen Gebäuden, wie den Krankenhäusern. Und ich sagte mir,
Jemand auf dieser Welt kümmert sich um dich. Ihr könnt sehr stolz sein, denn wenn Leute diese Schilder sehen, wissen sie, dass Menschen aus Deutschland, Österreich und anderen Ländern, aus denen sie kommen, für diese Gebäude gespendet haben. Wir wuchsen hier in Jerusalem mit dem Wissen auf, dass wir auf der ganzen Welt Freunde haben. Und es hilft uns sehr zu wissen, dass da Freunde sind, an die wir uns wenden und um Hilfe bitten können. Ich danke Ihnen dafür und für die 50 Kindergärten, die Sie für uns im Laufe der Jahre gebaut haben. Herr Müller, mögen wir Sie und Ihre Freunde im nächsten Jahr wiedersehen, wenn Sie noch einen Kindergarten in Jerusalem bauen. Vielen Dank.